Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Schön mit einem Basis-Karpfen-Setup am Bärensee. Und es ballern jede Menge Lederkarpfen rein auf ein relativ klassisches Setup. Ja, ich teste mal wieder hier am Bärensee einen der klassischen Spots, die auch ja, ganz gut liefern. Bisher sieht es doch wieder ganz vernünftig aus. Aber was halt besonders ist, sind mal wieder hier die Lederkarpfen. Also das macht halt dann nochmal wirklich den großen Unterschied. Lederkarpfen auch hier mit der Markierung für selten. Die sind halt selten und wenn die eben so reingehen und auch hier in diesen guten Größen um die 7 Kilo, dann lohnt es sich natürlich. Nebenbei eben noch, wie immer, schön Giebel und natürlich auch mal eine Schleie dabei. Das eigentliche Ziel ist allerdings die Barbe. Die war bisher leider noch nicht dabei. Na guck. Aber vielleicht kommt sie ja noch. Morgenstunden und Abendstunden sind für die Barbe ja meist nochmal so ein bisschen eine bessere Zeit, dass da nochmal ein bisschen mehr geht. Ja, und möglicherweise geht da ja noch ein bisschen was rein. Na klar, kleine Spiegler dürfen natürlich auch nicht fehlen. Aber bisher tatsächlich noch gar nicht so viele von den normalen Karpfen. Na, gucken, es geht kontinuierlich weiter. Ja, klassische Stelle 55, 63 hier auf 21 Meter geklippt. Also einfach knapp da über die letzte Spitze hier von dieser Schilfreihe. So, einmal da so drüber geworfen. Und dann läuft das eigentlich auch bisher schon ganz gut. Ohne viel, also selbst ohne Futtermische am Anfang ging es auch schon gut los. Und dann habe ich natürlich auch Futtermische ausgeworfen. Das Schöne hier, okay, das Schöne hier an der Stelle ist, das ist jetzt 21 Meter weit raus. Bedeutet also, wenn man sich hier hinstellt und kann noch kein PVA verwenden, nimmt man einfach die Bällchenform. Isst gut, trinkt gut, dass man ordentlich Energie hat. Und dann wirft man die Dinge einfach bam, 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 10 Stück erstmal maximal weit raus. Und dann hat man eben auch die Area angefüttert. So, zack, runter damit. Wir gucken natürlich gleich rein. Das ganze Setup ist an für sich komplett gleich aufgebaut. Es ist das typische Setup, was übrigens auch immer wieder funktioniert fürs Aralbarbenangeln. Und ja, das klappt auch tatsächlich ganz gut hier. Oha, habe ich jetzt doch zu viel Futter drin. Ich habe vorhin schon gedacht, nicht so viel Futter. Ja. Vielleicht habe ich doch schon überfüttert. Wenn jetzt hier konstant nur noch die Kleinen reinkommen, dann ist der Spot kaputt. Da muss ich 2 Stunden warten, bis er sich regeneriert hat und dann wieder hin. Aber so mit den ganzen Lederkarpfen ist das schon wirklich nice. Fehlt mir auch noch als Trophy. Super selten, dass der mal so richtig groß hier reingeht. Wenn man natürlich gezielt auf den Lederkarpfen aus ist, kann man natürlich auch noch ein bisschen dicker reingehen vom Setup. So ist jetzt hier momentan das Setup, also es ist so auf HSV und Fortuna Carp Level. Ich habe jetzt hier nur die Feederrouten genommen, die ich normalerweise eben auch hier für den Kupfersee gerade verwende. Und ich bin hier mit einem 27er Vorfach unterwegs, also ein bisschen dicker, ein bisschen robuster, damit ich eben hier die 17er Bremse auch komplett ausnutzen kann. Aber wenn man hier so mit 18 bis Mitte 20 vom Vorfach von der Schnur unterwegs ist, ist man hier richtig gut mit bedient. Einserhaken und dann eben hier mit Flusskrebs und auch wieder ganz wichtig, Krabbe, Muschel, soluble, auflösend. Das bedeutet, wir haben hier einfach nochmal mehr Lockwirkung, das Ganze hier auf Flusskrebsbasis und dann raus damit. Genau, einfach wie gesagt hier mit den Fiederrouten bin ich hier unterwegs und ja, vom Setup her eher klein. Wenn man sagt, okay, ich will jetzt aber eher die großen und die Lederkarpfen, die ganzen hier, die Boilies und Pellets, die gibt es natürlich auch in größer. Dementsprechend geht natürlich dann die Frequenz ein bisschen runter. Aber das macht ja nichts. Wenn dafür dann irgendwann mal ein dicker Brocken reinballert, ist das auch gar nicht so schlecht, ne? Na, es zubbelt und es zubbelt. Ja, vielleicht geht auch noch irgendwann die Barbe rein. Das wäre halt, wie gesagt, der absolute Hammer. Der Traum wäre natürlich eine Albino-Barbe. Das wäre es. Und von den Ködern her durchaus eben möglich, dass die da reingeht. Gucken wir mal, der zuppelt hier die ganze Zeit noch ein bisschen rum. Wir gucken mal rein in die Futtermische. Gerade noch zusammengebaut. Also,
auf Sonnenblumenbasis, also Sonnenblumenkerne als Basis und Lehm mit drin. Das sind eben diese Komponenten, die auch immer für die Barben ganz gut laufen. Dann hier Crushed Boilies zweimal. Crushed Boilie Soluble, also Krabbe und Muschel. Und den Flusskrebs, auch noch den großen als Crushed Boilie. Flusskrebs Feed Pellets rein. Und dann auch nochmal auf Flusskrebs. Also eigentlich komplett alles auf Flusskrebs ausgelegt. Damit könnte man auch mit Sicherheit auf die Aralbarbe gehen. Mit dieser Futtermische sollte auch ganz gut funktionieren. Also, so sieht es auch ganz gut aus. Ja, wenn das so lange rumzubbelt, vielleicht der erste Amur. Durchaus möglich. Dass er sich noch nicht so ganz entschieden hat. Zack, doch, da ist er doch dran. Und er geht auch rein. Na klar. So, jetzt müssen wir mal gucken. Bremse können wir noch ein ganzes Stückchen hochziehen hier. Komplett ausnutzen. Aber muss ich gar nicht, ne? Jawohl, direkt gestoppt. Sehr schön. Ja, in solche Fights geht man natürlich gerne rein. Wirklich ein Amur. Tatsache. Ja, die zuppeln gerne so lange rum. 9 Kilo. Aber ratzfatz reingezogen. Läuft auch und es geht weiter. Ja, das ist halt wichtig, ne? Kontinuierlich schön ein nach dem anderen ziehen. Zwischendurch mal einen schönen Drill haben. Macht halt Bock. So, Bremse wieder ein bisschen lockerer stellen. Und es geht direkt rein hier in die nächsten Dinger. Sehr, sehr nice. Also vom Setup her, man muss gar nicht so riesig dick und fett hier reingehen. Es reicht eben auch hier so ein Mittelklasse-Setup. Oha, sag bloß, jetzt kommen die Amure hier an. Das ist ja ein Ding, ne? Nehme ich aber auch mit, warum nicht? Zwischendurch einfach noch ein paar Amure. Wobei, wie gesagt, die Barben wäre schon eigentlich angenehmer, ne? Und es geht weiter, konstant, perfekt. Ja, so muss das sein. So muss das sein. Erst gerade noch die Befürchtung, dass es jetzt hier abdriftet. Aber Giebel und Karauschen sind halt immer mal wieder mit bei. Ganze nichts machen. Gerade bei diesen Ködern, die auch ein bisschen kleiner sind, bei den kleineren Boilies, hat man die halt immer mal wieder mit da drin. So, Mitte ist gerade nichts. Rechts außen ist schon was dran. Nee, hängt noch nicht. Vielleicht war es auch wieder was Kleines. Ja, aber ich glaube, so weit, so ist es, ne? Einfach weiter durchziehen und testen. Ich hoffe jetzt gleich noch ein bisschen auf die Lederkarpfen, beziehungsweise baue auch gleich nochmal um auf die großen Boilies und teste dann natürlich nochmal weiter hier auf die dickeren Brocken. Nochmal in die Position hier auf der Map. Also einer der bekannten und wichtigen Spots. 1, 2, 3, das sind die drei wichtigen Spots. Wenn du noch nicht so ganz sicher bist mit dem Karpfenangeln, ich verlinke es nochmal, das Karpfenangel-Tutorial Number 1 mit allen Infos, wie man zum Karpfenangler wird. Und dann läuft das hier auch. So, nochmal ein bisschen straff ziehen. Lassen wir jetzt so. Und dann gucken wir gerade nochmal kurz in den Kescher, was die Fische denn so ungefähr bringen an Cash. Und dann haben wir es doch auch schon. Also, Fischmarkt nach Preisen sortieren. Ja, da haben wir sie, die Lederkarpfen. Leder, Leder, Leder. Gerne mehr Lederkarpfen. Und ja, auch wenn die nur so groß sind, ne, ich mache gerne den Kescher voll damit. Also da können gerne auch noch mehr von reingehen, wenn die so ein bisschen auf Frequenz sind. Gar kein Problem. Gerne dann eben auch mit kleinen Boilies hier auf Masse. Na, also gute halbe Stunde jetzt hier an dem Spot. Nee, noch nicht ganz. Schon mehr, ne? Schon mehr. Fast die Stunde voll. Knappe 200 Silber. Da geht noch ein bisschen was. Aber anfangs war auch noch ein bisschen viel Rumtesterei und ohne Futtermische. Und jetzt mit Futtermische und allem drum und dran. Jetzt lüppt das Ganze auch. Also, Petri Lümmels, ab ans Wasser und rausziehen die Brocken.